Hallo und herzlich willkommen zu meinem 166. 7-Day-to-Die-Stream. Wir haben Dienstag, 12. Februar 2019, 16.02 Uhr, Windows 7 innere Zeit. Aus Turing-Testgründen streame ich schon seit 13.50 Uhr. Spiele ich schon seit 13.50 Uhr Zeit. Und Grafikkarte sind natürlich auch wieder im Gebrauch. Den Tiering, ich konnte das Tiering des Spieles minimieren, jedoch nur des Spieles, nicht des ganzen PCs. Sehr ärgerlich ist. Hi Delfino! Ich war die letzten drei Stunden damit beschäftigt, in 7 Days den Verzerreffekt wegzukriegen. Und ich konnte ihn in der Einstellung von 7 Days halbieren. Aber nicht vom ganzen PC. Ich habe mal eine Frage. Hast du zufällig eine Ahnung, wie man die Spezifikationen eines HDMI-Kabels ausliest? Es gibt da dermaßen viele Versionen von und ich kann es an meinem HDMI-Kabel nicht erkennen. Ich will jetzt viel basteln mit HDMI, DVI und DisplayPort, um das Tiering weiter zu minimieren. Hi, Tienchen! Was geht? Ich würde gerne mal Holi fragen, wenn der on ist, weil der befasst sich mit dem Thema schon sehr, sehr lange. Ich gehe aus meinem Laden. Jetzt brauchen wir doch 500 weitere. Ach Mann. Nicht viel bei dir. Ich wurde die letzten drei Tage von Nachbarn geweckt und habe heute extreme Kopfschmerzen. So viel zu meinem Leiden. Und dann noch die technischen Probleme, die ich gerade angesprochen hatte. Bin da nicht so ganz drinnen. Holi beschäftigt sich wirklich mehr damit. Solltest du ihn nochmal fragen, wenn er wieder da ist. Falls du jemals beim Rechts-Links-Schwenk Streifen auf dem Bild siehst. Hier kann man es wegmachen. Wenn man V-Sync auf halb stellt, stellt man es auf On, hast du oben Streifen. Stellt man es auf Off, hast du oben und unten eine Streifen. Stellt man es auf HF, hat man oben eine Streifen, aber der ist schwächer, als wenn du auf On hast. Also mit HF geht es am allerbesten in dem Spiel. Aber das löst mein Tiering-Problem noch nicht bei Filmen. Bei Filmen ist es noch stärker. Ich habe im Internetforum mich dumm und dusselig gelesen und da sagen die Leute auch teilweise: Hä, nicht zerlegen, ich will das verkaufen. Pappenheimer. Dass es mit DVI-Kabel besser ist als mit HDMI. Andere Leute wiederum sagen: Das lege ich überhaupt nicht am Kabel, aber ich habe ja aus eigener Erfahrung gemerkt, dass es bei DVI-Kabel nicht so schlimm ist wie bei HDMI. Und da überlege ich jetzt irgendwas zu basteln. Dann habe ich auch überlegt, mir Displayport zu kaufen, ein Displayport zu HDMI-Kabel, um die neuen Anschlüsse mal zu testen. Aber da kostet die Kabel mit 10 Meter Längen 60 Euro. Das ist schon fast wieder ein weiterer Goal wert. Cha-ching! Thanks, buddy. Ja, ja, ka-ching.
Also Displayport-Kabel ab vernünftigen Längen sind echt teuer. Hat man HDMI-Kabel bei 7,50 Meter schon für 13 Euro kriegt. Und ich am überlegen bin, ob ich mir HDMI 2.0B-Kabel holen sollte. Was ja alles Mögliche durchjagen kann. Laut Spezifikation. Aber ich kann halt nicht herausfinden, welche Spezifikation das Kabel hat, was ich jetzt habe. Man kann nur im Internet, wenn man sich ein neues kauft, gucken, was hat es denn, was kann es denn. Aber es liegt definitiv mit an Kabellängen und an Kabelarten. Das ist kein Softwareproblem, kein reines Softwareproblem. Jetzt, wo ich wieder mit HDMI drin bin, ist es ganz, ganz furchtbar. Aber jetzt, wo ich das halb eingestellt habe, geht's. Kann man jemand Holy anschreiben, also auftauchen hier. Ich spiele jetzt also 7 Days, ich wollte eigentlich Anno spielen, aber weil ich diese Tiering-Tests gemacht habe, bin ich jetzt einfach bei 7 Days geblieben. Wie schon gesagt, ich habe das Spiel schon seit über 2 Stunden an. Und spiele offline, habe meine Straße auch schon stark erweitert, die ist jetzt fast bis zum Händler fertig. Und da kann man wunderbar von der Hauptstraße hier auf der Map zu sehen. Schnurgerade bis zu meinem Händler durchfahren. Und ich finde es irgendwie ärgerlich, dass es immer noch keinen zweiten Händler gibt auf dieser Map. Ich kann trotzdem davonrennen. Irgendwann brauchen wir es nicht mehr. Schön wäre es auch trotzdem. Sieht auch gut aus. Die Holzmenge macht mir Probleme. Nur 3000 Holz. Könnte ein bisschen knapp werden. Jetzt müssten sie halt wie Minecraft hier nachstecken, aber das macht es leider nicht. Klinge. Na, schade. Die Straße ist noch im Wege. Heute ist es sehr hell, ist mir aufgefallen. Heute scheint die Sonne. Ah, bitte.
mal kurz was gucken. Ach, ja, stimmt. Ja, das sind echt. Oh Mann. Summen, die sind nicht mehr ganz dicht. Ich habe nicht mal Latten im Zahn. Ja, ich hasse es, wenn man das macht. Das ist genau das, was man nicht soll. Das geht schon Richtung 60. Hey, yo, von der Arbeit. Hi, ho, Speedball, von zu Hause. Was geht? Alter. Ach, ich schließe auch schon mal die ganzen Fenster hier. Millionen Fenster offen. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, 13, 14.
16, 17, 18, 19, 20. 50 plus 3. 62. Das heißt mal wieder warten. Worauf? Urlaub? Worauf warten? Auf einen LKW. Ah! Jetzt verstehe ich die Aussage. Du bist gerade auf Arbeit. Wartest mit dem Gabelstapler verzweifelt, dass der LKW kommt und du ausladen kannst, gell? Ha, man kennt sich. Und ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich kann alles merken. Na, da hast du doch was zu tun. Auf Arbeit. Mich angucken. Das vertreibt doch jede Wartezeit, Mensch. Genau. Ich versüße jeden das Leben. Wenn man auf LKWs warten muss, aber auf andere Dinge. Ja, so bin ich. Oha. Wenn der bis 16:30 nicht da ist, kann er bis morgen warten zum Ausladen. Echt? Naja. Das ist eben so eine Berufe, ne, wo man mit Verkehr zu tun hat. Da geht das nicht immer so. Da kann man auch schon mal mehrere Stunden zu spät kommen, weil der Verkehr aufgehalten hat. Das kenne ich nur zu gut. Deswegen plane ich für eine 5-stündige Strecke 10 Stunden ein, wenn ich wohin muss. Und 6-7 Stunden wären es dann wahrscheinlich meistens. Und ich muss noch tanken fahren, so eine Scheiße. Ach Mann.
Wie lange wartest du denn schon? Wann wollte er denn da sein? Muss ja sehen, wir haben morgen abgeladen wird. Mittag alles voll morgen. Erst Mittag was frei, selber schuld. Ah. Weiß man nicht, woran es gelegen hat. Was wirst du dann erfahren? Darfst du mir dann gerne mal sagen, woran es gelegen hat? Gestern sollte er kommen, kam nicht, heute noch nicht. Dann könnte man mal ein paar Telefonate führen, um zu gucken, wo er bleibt. Dann mehrere Tage nicht kommt, ist ja gruselig. Heute angemeldet um 16 Uhr, bis jetzt noch nicht da. Okay. Wenn er angemeldet ist, na dann. Mal gucken. Bin echt neugierig. Wo er bleibt. Ich bin mir sicher, er kommt vor 17 Uhr. So kurz vor. Ja, muss er bis morgen warten. Okay. Der arme Mensch. Irgendwann muss ich mich verzählt haben.
komisch. Ist seine Schuld, muss er besser planen. Oh. Oh. Mensch. Ich werde das jetzt. Jetzt ist es 16:29. Ah ja. 28. Je nach Uhr. Arme Mensch. Ich glaube, es hat nicht zu viele Konsequenzen für ihn. Wenn er einen Tag warten muss. So, Feierabend. Kann bis morgen warten. Wenn der nicht kommt, unser Chef hat gesagt, es werden keine Überstunden gemacht. Okay. Das wäre jetzt nicht so das Ding. Ist halt so, ja. Aber sagen wir morgen, was rausgekommen ist. Das täte mich interessieren. Ob er überhaupt noch aufgetaucht ist heute. Gleich, okay. Ich bin durch, cool. Ob die 3000 Holz reichen werden? Ne, ne. Never ever. Ich probiere es trotzdem. Kreuzung werde ich wahrscheinlich heute noch schaffen, die ich geplant habe. Aber das war's dann auch.
Oh, schade. Schade, das durfte jetzt nicht passieren. Für Eisenbein. Das ist schon noch dunkel in dem Game. Ja, die Nächte sind auch nervig und lang und dunkel und finster und alles und bläh. Ja, das zieht sich seitdem sie das so langsam gemacht haben mit dem Bauen. Das ging früher so schön schnell und jetzt Dakar, Dakar. Ja, jetzt hat Red Actual jetzt auch noch zugemacht. Was mir auch aktuell unendlich Wurst ist. Weil in der Sekunde gar nicht gebaut werden die Händler. Auch schon, wenn ich nicht die anderen baue, die sind sicher.
Licht an hier. Ah, hier muss ich die XP da sammeln rechts. Ja, schön, dass wir so eine Sammelfunktion haben gemacht. Das war so, eventuell gab es ja auch schon früher, aber da war der Abstand nicht so groß. Das kannst du ja viel mehr Zeit lassen zwischen den Schlägen. Die XP werden weiter gesammelt. Eindruck, wie lang das Holz reicht, die 3200 oder was ich hatte. Immerhin 6 Achtel der Straße, das sind bestimmt 60, 70, 80 Prozent. Ach, 50 Prozent oder was? Habe ich damit noch locker gestemmt, das ist echt cool. Aber das ist schon eine sehr monotone Arbeit, muss ich sagen. Aber sie ist wichtig. Einen direkten Zufahrtsweg ohne Holperer bis zum Endbahn, das ist geil. Und wie schon gesagt, laut Uhrzeit werde ich schaffen, das noch zu bemalen und noch meine Kreuzung auszubauen. Ich will dann jetzt auch richtig Kreuzung machen und von dort aus geht's dann zu einem anderen nice Ort mit einer Phase. Nicht schlecht, das recht. Nicht schlecht. Stellt sich ein Real Life das mal vor, wir haben Straßen aus Holz. Wäre doch mal was, ne? Schade. Schade, schade. Da können Sie jetzt schon mal zurückfahren, die Straße. Dann holen wir uns mal was für die Baumschule. Ups. Ist das geil? Und rum. Straßen sind was Heines. Ups. Jetzt hat es gerade gehangen. Schade.
Ups. Red Barrieren. Die brauchen wir auch schon mit. Sinnlose Schneebälle. Lauter machen. Heute ist es wieder kalt in Deutschland. Ich merke es an meinen Füßen. Es ist echt nicht angenehm heute. Es ist echt unangenehm. Sehr schmerzhaft an den Beinen. Oh. Heute ist es kalt in Deutschland. Darin. 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 Hier wird der brauche ich jetzt. Patronen, die müssen rüber. Das mache ich jetzt als erstes. Und dann brauche ich Samen und die sind unten. Ich brauche Schneesamen. So. Ah ne, Farbe muss ich noch brauen. Ich muss Farbe brauen. Oh ja, das dürfte mal reichen. Ein paar tausend Tonnen Farbe jetzt. 11.000, ja, das dürfte mal reichen. Eine halbe Stunde. Ja, lol. Also, ich bin erstmal gut bestückt, ne? Ist das schon ersetzt? Ja, nur die Pinsel da ist noch nicht. Da haben die Zombies vom letzten Menschen angegriffen. Wo hätten da echt drin in meinem Tor? Geht gar nicht! Geht mal gar nicht! So, Patronen, zack. Was ich jetzt brauche, ist Beton. 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 Brauche ich Bedenken? Ach, das ist nicht möglich. Bedenken. Okay, ich kann ja Bedenken. So. Genau. Jetzt mache ich die Dinger aus Bedenken. Und dann kümmern wir uns um den Baumschmuck. Das muss mal ordentlich gemacht werden.
Macht das Laune. Jups. Oh. So, ich. War klar. Oh, ich sitze falsch rum drauf. Das sieht ja gruselig aus. Ich sitze falsch rum auf dem Moped. Ich guck mit der Lampe nach hinten. Das ist ja 50 Screenshots wert, Mensch. Seht ihr das? Ich sitze falsch auf dem Moped. Die Straße Anfangssockel, die macht man immer schöne aus Stahlbeton. Jetzt später sogar noch komplett Stahl drüber jagen. Jetzt sehr ernst. Ich habe nicht mal genug Holz und. Oh Gott. Das zu flicken. Ich gehe doch gleich Holz holen, Mensch. Auf zur Baumschule. Sind mittlerweile alle gewachsen? Oder sind die, die auf Schnee stehen, immer noch? Die sind alle gewachsen. Auch die, die ich auf Schnee gestellt habe. Okay. Dann war es vielleicht nur ein Eintagesbug. Na gut, dann können wir auch die weiternehmen. Warum nicht? In meine Baumschule. Schön gemacht, für jeden Baum, den du fällst, kannst du zwei neue setzen. Das will ich mal in Real Life sehen, dass das jemand macht. Für jeden Baum, der fällt, wird zwei neue setzen.
Oh mein, Baumfällen ist böse. Also wirklich gut, wenn die so schnell wachsen. Mach Lack, wir die Kreuzung noch schaffen heute. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Kreuzung, das ist nämlich der Auftakt für ein gigantisches weiteres Straßenprojekt. Holale Hittio. Hallo Snowde. Was geht? Feierabend. Deswegen bist du jetzt fröhlich beschwingt. Feierabend ist immer gut, ne? Sony, Davy und ich sind auf Snufo unterwegs. Hey, was soll das denn? Warum werde ich nicht informiert? Huhu, Tienchen, Mausi, Hasi, Schnuffi. Gar nicht schlecht. Don Calzone, ein schöner Name. Hat sich den einfallen lassen eigentlich? Far Cry New Dawn ist installiert. Cool. Da kannst du ja wieder aus dem Hubschrauber springen.
Ich bin böse. Nee, das mache ich erst noch bei Teil 5. Ach so. Bei dem Spiel ist vorher noch zu Ende. Okay, dann spring halt noch bei Teil 5 aus dem Schrauber. Wie du dir das wünschst. Hauptsache, du springst aus dem Schrauber, das ist wichtig. Hauptsache, springst du überhaupt. Sind die da schon nachgewachsen wieder? Oh. Sieh, ich muss dich informieren, wir sind auf Snoofo unterwegs. Nein! Doch! Oh! Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, Mensch! Das ist auch schön. Da fällt mir ein, ich habe Minecraft noch nicht installiert. Das ist doch ärgerlich. Diese Information hätte ich jetzt nie gerechnet. Und ich habe noch drei DLCs zur Far Cry 5. Oh Gott, na dann viel Spaß damit. Echt praktisch, wenn die Bäume so schnell nachwachsen, dass ich noch bevor ich sie alle abjagt habe, die nächsten schon danach gewachsen sind. Da kann ich mir noch dumm und nützlich hacken hier. Ja, die sollen aber eher so mehr sein. Ja, gucken. Ich hatte noch nie DLC für Far Cry, fällt mir gerade auf. Oh, nee, Far Cry 3 hatte keine DLCs, oder? Ach ja, das waren Zeiten. Far Cry 3 ist schon was Feines. Far Cry 5 besitze ich ja. Hab ich für PC. Far Cry 4 habe ich leider noch gar nicht. Irgendwas mit Zombies, Aliens und Vietnamesen. Cool, wie schwachsinnig ist das denn? Das muss ich sehen. Das ist so blöd, dass schon was Schönes. Bäume wachsen echt schnell nach. Muss ich mit Felden da ja. Was macht Anuzi hier? Warten. Ich hatte es vorhin bei Beginn des Streams erklärt, dass ich eigentlich Anu spielen wollte. Und ich spiele nicht offline. Also wenn ich nicht streame, habe ich auch nichts gemacht. Also, ne? Ich hatte vorhin erklärt, dass ich heute Tiering-Tests mache mit 7 Days. Team, ihr seid auf Snoof unterwegs. So, da hast du Ahnung von Tiering und wie man es wegkriegt. Seid auf Snoof unterwegs und seid nicht live. Schämt euch sofort alle. Ja, ihr könnt für mich auch nehmen, wenn ihr wollt. Einer von euch beiden geht jetzt live. Los. Ich brauche jemanden, der Punkt 18 Uhr für mich übernimmt. Dann will ich nicht Mittag essen. Ich habe heute nämlich noch gar nichts gegessen. Ach, gestern. Gestern war ein Tag, da habe ich den ganzen Tag draußen gelegt. Und gar nichts gegessen. Kein Frühstück, kein nichts. Das habe ich in der extremen Form so auch noch nie gemacht. Aber das seht ihr dann in meinen Videos in den nächsten paar Wochen. Delphi geht ja bald wieder essen. Danach hat er wieder Spielerrunde. Schon wieder? Hat er das jetzt dreimal die Woche?
Der hat ja nur noch Spielerrunde. Der kennt ja gar nichts anderes mehr. Geh heute mit meinem Vater wieder essen. Ach so. Hätte sich nicht ausgezahlt. Oh. Dann musst du ran, Dienchen. Jetzt hast du einen Zappen. Du musst für deinen Mann einspringen. Jetzt hast du einen Zappen. Du musst ran. Bleibt dir nichts anderes übrig. Du musst jetzt für ihn übernehmen. Ich will auch Vater, mit dem ich essen gehe. Ach Mann. Ich habe nie einen Vater, der mit mir essen geht. Ich habe nicht meine Mutter, die mit mir essen geht. Nee, der mag keiner essen. Also entweder die Frames-Begrenzung einschalten oder aus. So mache ich das meistens. Wo schalte ich die Frame-Begrenzung ein? Gelesen hatte ich da schon was im Forum. Ich google seit Tagen das Thema nach. Aber ich weiß nicht, wo ich das einschalten soll. Ich habe nicht kein Problem mit nur 30 Frames zu spielen. Ich habe auch kein Problem mit nur 30 Hertz zu spielen. Aber das kann ich gar nicht einstellen. Meine Grafikkarteneinstellung lassen immer noch 60 Hertz zu. Auf meinem Fernseher natürlich kann jetzt nochmal die andere Farbe, aber ist auch mal nicht so wichtig. Normalerweise unter Optionen. Du meinst hier im Spiel? Ich könnte es auch für einen PC brauchen. Also das Tearing ist bei mir am allerschlimmsten, wenn ich Fernseh gucke. Das heißt nicht, dass es im Spiel nicht auch nervt, aber dann bei Fernsehen, wenn ich Netflix oder so schaue, ist es extremer. Wo kann man denn die Frames begrenzen? Ja, ich V-Sync auf halb. Wenn ich das on oder off mache, ist es stärker. Wenn ich es auf halb habe, ist es schon mal schwächer ein bisschen. Aber es ist immer noch da. Aber wo begrenzt man denn Frames? Da schon mal nicht. Steuerung eventuell. Wahrscheinlich nicht, ja. Es geht leider nicht bei allen Spielen. Ja, mir wäre es noch lieber, wenn ich es auf dem PC haben könnte. Also, dass die Grafikkarte. Ich habe zum Beispiel in meinem Nvidia Steuerungsoptionen. Da habe ich V-Sync. Aber es ist völlig egal, ob ich es ausschalte, einschalte oder auf halb schalte. Bei jedem Player Tearing. Ohne Ende. Bei jedem Film, bei jedem Anbieter. Das nervt richtig. Wenn du Kamera von rechts nach links fährst, da hast du ein schönes 2- bis 3-geteiltes Bild. Beziehungsweise Streifen. Wie schon gesagt, im Spiel ist es fast erträglich auf halb. Aber Film, Player, das ist halt das, was mich noch wurmt. Wie alt ist deine Klotze? 5 Jahre. Ich hatte es auch schon bei der alten Grafikkarte, nur nicht so stark. Bei der alten Grafikkarte war ich mit DVI drin. Bei der neuen bin ich zwangsgebunden mit HDMI drin. Da ist das Tearing deutlich stärker als bei DVI früher. Ich habe es auch auf meinem Monitor, nur halt nicht so stark. Monitor ist mit DVI dran geschlossen. Da nimmt man es fast nicht wahr. Aber da ist es auf jeden Fall bei beiden. Egal ob HDMI oder DVI. Ich kann mir doch nicht jedes Mal einen neuen Fernseher kaufen, wenn ich eine neue Grafikkarte habe. Das wäre ganz furchtbar.
Ja, unbezahlbar. Der Fernseher wird nicht über 500 kosten. Und selbst dann hat man noch keine Garantie, dass ich dort ein ordentliches Bild kriege. Hab leider nur Monitor dran. Darum kann ich bei NV nicht viel sagen. Schade. Beim Monitor ist es nicht so stark. Man kann sich auch. Was soll ich, 40 Zoll Monitor kaufen und den Fernseher verwenden? Kommt wahrscheinlich auch selber raus. Das ist echt schrecklich. Steering nervt. Wie schon gesagt, das ist nur ein schwaches Spiel, wenn ich auf halb stelle. So, wo ist mein Moped? Der Beton, wunderbar, einwandfrei. Einwandfrei. Ich habe mich sogar schon mit Jones Gaming drüber unterhalten. Da war der Meinung, es könnte ein Störsignal sein. Bei Kabel an Kabel liegt. Aber das habe ich beseitigt, daran liegt es nicht. So. Witz ist, dass mein Fernseher gar kein DVI hat. Ich habe ein DVI-Kabel zum Fernseher gelegt und kurz vorher ein HDMI umgewandelt. Und trotzdem war es schwächer. Also es lohnt sich, es durch ein DVI-Kabel zu knallen. Das Bild. Was macht das? Ich könnte hier ganz brutal von der Grafikkarte umwandeln von HDMI in DVI und vom Fernseher wieder umwandeln von DVI in HDMI. Total beschränkt, aber es könnte helfen. So. Jetzt will ich schon eine Farbe. Zack. Ah, macht das Spaß und Lust und Laune hier. Macht
Laune, meine Straße lang zu fahren. Das macht Laune. Ups. Ja, Straßen machen Sinn. Erhöhen deine mögliche Geschwindigkeit oder Sickfahrer. Deine Effizienz. Früchte, leckere Blaubeeren, jam, jam, jam. Sag mal, Ziel, hast du bei Nussi ein Vollbild oder sieht das auch so komisch aus? Nussi? Ist das ein Streamer? Den Namen habe ich schon mal gehört, aber nicht wirklich hingeguckt. Also, keine Ahnung. Was, wer bist du denn? So, bin zu Hause. Meinst du mich oder Speedbull? Der hat wohl extremes Breitbild und deswegen sieht es so aus. Ich weiß nicht, was du meinst, Snone. Reden Sie Deutsch mit mir. Kann mal jemand Holy für mich anschreiben und sagen, dass er den Arsch herschwingen? Holy schwingt dein Popo hier, ja, genau. Aber nicht hier hinschreiben, sondern anschreiben, privat. Wäre das an meinem Fernseher Licht? Boah, die Frage ist nur, wie finde ich das aus? Ja, wenn ich ganz schnell mache, sieht man, dass das obere Drittel sich ein bisschen abschneidet von den unteren zwei Dritteln. Aber das ist halt. Und hier gerade, wo ich vom Parkplatz gefahren bin, ins LKW gekommen. Nein, hast du den rausgeladen? Speed Metro kommt auch schon Freitag raus. Hast du den noch rausgeladen, Speed? Hat er gesagt, wo er war? Wo er geblieben ist, warum es so lange gedauert hat? Nee. Oh, okay. Du kannst doch. Parkreich nur Dorn und Metro am selben Tag. Das wohl so gewollt ist, Nune? Der kann bis morgen warten. Oh, der Ärmste. Auch bitte sagt mir Bescheid, warum er so lange gebraucht hat, falls er morgen das mitteilt. Der Ärmste. Tiefes Mitgefühl für ihn. Der LKW nicht mehr los.
Tor zu ist, ist es zu. Ja, ja, ist mir schon klar. Trotzdem. Jetzt spielst du halt mich ja. Wieso habe ich jetzt keine Erde dabei? Das ist doch wohl ein Witz. Doch ein schlechter. Jedenfalls noch 12.000 Erde, die ganze Zeit bei sich schleppen. Gestern wurde er vom Zoll aufgehalten. Heute bestimmt, weil die Klapperkiste kaputt ist. Ja, ja. Da sollte mal irgendjemand was unternehmen. Beispiel Klapperkiste reparieren und so. Wer will eigentlich für mich ab 18 Uhr nehmen? Habt ihr da schon eine Kandidaten gefunden? Wer übernimmt die nächste Schicht? Nicht unser Problem, ist nicht unsere LKWs. Hat ja keiner behauptet. Speedbull wollte, habe ich gehört. Speedbull wollte übernehmen. Das ist schön. Ufo hat heute früh gestreamt. Nein, doch. Oh. Natürlich streamt er, wenn ich nicht da bin. Wenn ich abends schlafe, dann streamt er abends, weil ich nicht da bin. Wenn ich früh schlafe, streamt er früh, immer wenn ich da bin. Das ist pure Absicht und Willkür bei Ufo. Zum Arsch mit euch mit dem Beten. Na toll, jetzt wo ich arbeite, streamt er morgens. Ja, genau dasselbe habe ich mir gerade gedacht. Jetzt wo ich morgens penne, streamt er morgen, ne? So unvernünftig dieser Mensch. Nee. Einfach nur nee. Seid unvernünftiger Mensch. Ja, sowas Freches, Noni. Echt? Montags und Dienstags streamt er jetzt fast immer vormittags. Echt? Das muss ich mir mal merken. Kretzel, 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 kretzel. Da. Ditte, ditte, ditte. Und, oh. So.
Die Yucca muss ich hier herstellen. So, zack. Den Kaffee muss ich glaube ich hier herstellen. Zack. So. Das dürfte mal dauern. Wie sieht es hier aus? Oh. Das reicht eine Weile. Aber echt mal. Gib dies ab. Genau! Dies ab, die Nalle! Viel guten Hunger mit deinem Vater und schreib mir später, was du schön zu essen hast. Und mach Fotos von und Videos und Vlogge und lad das hoch. Delfino, wir wollen komplett über dein privates Live hier informiert werden. Komplett. Lass da bloß keine Einzelheiten aus. Bist verpflichtet, uns das alles zu nennen. Hm. Die Fotos kriege ich nachher vielleicht. Bin mal gespannt. Oh, von wem? Warum? Wieso? Mit was? Sofort weiter zu mir schicken und zu mir. Dazu bist du verpflichtet. Zu viel Farbe. Das grenzt ja schon an. Machen wir mal ein bisschen Wasser herstellen. Und wenn hier alles köchelt, mache ich schon mal meine Straße an. Nur mit Delfinos Erlaubnis. Haste. Die Haste. Und bei deinen Ü18-Fotos hast Delfino nicht gefragt, Tienchen. Ja, echt mal. So, was machst du also? So, 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 so. Danke, Snowden, für diese göttliche Info. Auf Spike. Auf Spike, yeah! Ja, und warum um die Gabe? Da sieht das gut aus. Wuhu! Zack! Was existiert von mir nicht? No. Bin doch eine ganz brave. Oh, brav wollen wir nicht. Das kann ja keiner brauchen. Brav ist nicht. Brav ist verboten. Oh. Schon wieder ein Generalfehler hier gemacht. Zack. 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 Zack.
Zieh, da ist ein XT hinter. Was denkst du wohl? Ah, okay. Der Kappa wäre noch besser gewesen. Wieder einen Fleck da stört. Speed ist ein schüchterner Kerl, weißt du doch. Oh, oh, jetzt kommt Speed wieder Puls. Ah, verstehe. So. Speed bekommt Puls. Das ist geil. Hey, wieso macht denn jetzt Vierer nebeneinander? Seit wann? Das muss ein Bug sein. Wieso reicht denn? Ja, genau. Speed, vor allem in Ohnmacht, bekommt bitte keinen Puls. Sie ist ein Draufgänger. Okay. Habt ihr brav Uranium bei UFO versteckt? Ja, ja. Das. Genau. Lass einfach Uranium dahin und wenn UFO das nächste Mal in seine Hütte geht, stirbt er, weiß nicht mal warum. Die waren Früchte sammeln. Delphi hat sich ein bisschen mit den Kochen auseinandergesetzt, hab ihm geholfen, die Kochgeräte zu craften. Kochgeräte? What the fuck? Was kann er kochen in seiner schicken Küche? Okay, was es nicht alles gibt. Ja. Darf ich vorstellen? Straße aller Asphalt. Straße zum Händler, fertig. Wer jetzt zum Händler will, darf meine Straße verwenden. Ich habe Bratpfanne, Kasse, Rolle, was für ein Ding? Topf, Entsafter, Backform. Krasser Scheiß. Ist wieder einer von 59 Milliarden Updates, die so neu drauf gemacht hat, stimmt's? Damit kannst du kochen, okay. Ein Wunder, dass hier das noch nicht gemacht hat. Ja. Ohne Worte. So, meine Straße ist fertig. Was sagt ihr? Bitte sagt was. Oh, eine Zombierin. Vom Händler zu meinem Haus. Von meinem Haus zur Straße. Komplett durch. Geilste Straße. Richtig. Ne, die Mod. Haben wir schon sehr lange. Oh, ich weiß wieder von nichts. Habe mich keiner informiert. Ja, geile Straßen. Ne? Juhu, zack.
schwer, den ganzen Server mit Straßen zu ballern. Damit ich in Überlichtgeschwindigkeit von A nach B komme. Was in der Blutnacht sehr wichtig sein kann. Moment, ich muss mal einen Zombie umlegen. Das geht doch nicht über 8-fach Zoom. Dein Server-Neustart. Bestimmt. Nee, du musst mit dem Server-Neustart warten, bis ich alle Straßen gemacht habe. Das muss sich doch lohnen. Hast du einen Kombi von mir unter dein Unboxing? Das war da aber auch mal Zeit. Habt alle schon ewig nicht mehr kommentiert bei mir. Und hier auf meinem Drittkanal, das Technikvideo, wo ich die Grafikkarte eingebaut habe, hat sich auch keiner von euch angeschaut. Ihr solltet euch im Grund und Boden schämen. Da ist sogar ein fetter Kommentar von alten Bekannten drunter. Schaut euch unbedingt mal mein Video an. Auf meinem Drittkanal. Seit gestern. Seit gestern? Da muss ich den schon gesehen haben. Da habe ich den bestimmt schon geherzt und geliked. Unboxing. Oh, hat aber nicht angezeigt in der Glocke. Auch nicht schlecht. Okay. Vor 11 Stunden. Vor 11 Stunden? Dann nicht gestern. Hat er mir aber heute trotzdem nicht in der Glocke angezeigt. Die Sau. Nee. Hat nur Rufus Kommentar angezeigt. Dein Kommentar war diesmal nicht in der Glocke, Dienchen. Eine absolute Frechheit. Wir sollten uns alle bei YouTube beschweren. Seit gestern. Ja, bei mir steht seit 11 Stunden. Das wäre heute früh um 6. Oder da warst du wahrscheinlich noch auf. Okay. Böse Glocke. Definitiv böse Glocke, ja. Wir sollten alle die Glocke verklagen. Kaffee, freut sich der Händler wieder drüber. Okay, dann seit heute früh. Ich gehe mal zum Händler. Geld machen. Und auf einmal komme ich sehr schnell zum Händler. Ich habe nämlich eine Straße. Ich habe eine Scheißstraße zum Scheißhändler und das ist geil. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Ups. Zack. Mega. Einfach nur geil. Ach ja, ja, schon Kaffee. Ach, bin mal gespannt, wie viel er davon aufkauft. Ich könnte auch mal langsam ein Auto bauen. Für meine fette fucking Straße. Hier kaufen wir ein paar 1000 Kilo Kaffee ab. Hey, der hebt mir 1000 Schilling für 15 Kaffee. Ist ja verrückt. Ach ja, ich habe ja Better Bart auf volle Kanne gedreht. Schade, oder nicht? Ja, Kaffee ist das neue Gold hier in dem Game. 3000 Öcken mit Kaffee gemacht. Ihr solltet in den Kaffeeverkauf gehen. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Oh ja, Jeepwagen, geil. Ja, jetzt wo ich eine Straße habe, würde es sich lohnen. Ne? Könnten wir Klappbadronen kaufen. Ich will nicht schon wieder alles hier loswerden. Ich bin froh, dass ich es habe. Nein, ja, günstigere Alternative, einfach Schießbrüten selber machen. Ach, halt die Klappe.
Oh nee, du wärst teuer. Pflanze ich lieber selber an. Ich kenne den Turm auch da, dann bauen wir viel näher am Händler. Hm, mal gucken. Lohnt sich auch ohne Straße, weil der Jeep einfach geil ist und so. Ja, das ist richtig. Aber jetzt lohnt sich es noch ein bisschen mehr. Durch meine Straße. So. So. Ja, kann man alles verkaufen. Jetzt komme ich langsam in nennenswerte Bereiche hier. An Kohle. Die Göttin in 7 Days der Straße. Die Göttin? Ah, jetzt hab ich mich verfahren. Der gute alte, oder was soll ich sagen, der nervig alte Weg. Oh, der Windekreis, Alter. Das macht eine Laune. Bist ja weiblich. Ach stimmt. Ja, okay. Stimmt. Vergesse ich immer wieder, dass ich weibliche Figuren nehme. Und rum. Und rum. Zack. Jawoll. Macht das Laune, ey. So. Perfekt geteerte Straße. Deswegen könnten in der Straße. Jo, hab's verstanden. Hab's verstanden. So. Schießpulver habe ich, ne? Nicht wirklich viel. Bisschen herstellen hier. So, was sagt denn? Eine Anzeige. Das stimmt übrigens nicht. Meine Grafikkartenanzeige von dem Programm HW Monitor lügt. Behauptet manchmal, meine Grafikkarte hätte 99% Auslastung und manchmal behauptet, meine Grafikkarte hätte nur 3% Auslastung. Das stimmt nicht. Ich habe ein neues Tool. Von Gainward persönlich. Da zeigt mir, dass bei 7 Days der reale, durchschnittliche Speicherausnutzung 20% liegt. Was wohl so 3 GB da sind. 2,5 bis 3 GB. Das ist der reale Wert, den 7 Days wirklich braucht bei der Grafikkarte. Also man darf nicht gleich jedem Programm glauben. So. By the way, habe ich schon gesagt, das Tiering ist echt die Hölle von dem Ding. So. Zack, zack, zack. So, der Rest kommt runter. Oh, das dürfte für die nächsten paar Straßen reichen. Gibt ja nichts Wichtigeres in 7 Days als Straßen bemalen, ne? Ist das A und O. Diesmal hatte ich wirklich große, nennenswerte Mengen. Ich brauche zur Yucca-Saft auch diese Flaschen hier, aber es hat einen riesengroßen Vorteil. Der Yucca-Saft braucht kein Feuer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Yucca-Saft braucht kein Feuer. Zur Herstellung. Auch absolut keine Selbstverständlichkeit. Kommt der Wehrturm noch? Ja, ja, der kommt. So wie ich die nächsten 5 Kilometer Straße verlegt habe. Kommt der schon. Das geht ganz fix.
Also so April, Mai ist er wahrscheinlich fertig. Auch nur, weil ich so nebenbei noch so viel spielen muss. Es kann sein, dass ich heute nach Mittagessen nochmal wiederkomme, falls kein anderes gibt. Da spiele ich auch noch ein paar andere Spiele, die auch noch Zeit, meine wertvolle Zeit wollen. Das ist immer der Sache, ne? Wenn man 7 Days was schaffen will, muss man wirklich 7 Days spielen. Rund um die Uhr, 24/7. Und nichts anderes als 7 Days. Oh, was kommt jetzt? Genau, meine Kreuzung muss ich jetzt weitermachen. Ich heb das Wort auf. Brauche ich eine Kreuzung und danach eine Straßenverjüngung. Schaffe ich das noch? Ah, wird eng. Na, mal gucken. Eins. So. Was ist denn da passiert? Er hat die Straße dort angepinselt. Soll auch nicht sein. Schneeball reinsetzen? Ne, macht er nicht. Was soll einen Sinn haben, Schneeball überhaupt? Mach mal, kannst du werfen, ist ja süß. Ich brauche Erde. Ich brauche Erde. Muss ich jetzt echt für Erde zurücklaufen? Ne, schick mal in die Richtung. Jetzt habe ich Erde. 3, 4, 5, 6, 7. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 8. So. Genau. Und da verjünge ich es dann auf 4. Sonst wäre ich nämlich nie fertig, wenn ich alles nur mit 8 mache.
5. Nein. Ja. Hübsch. Schaffe ich bestimmt noch. Heute schaffen wir auf jeden Fall noch. Oder nur 3, schade. Mit Kriterien geht das. Hi, Cedric. Was geht, altes Haus in the Hood? Bitch. Lange nicht gesehen, zumindest nicht hier. So. Genau. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Na? Cedric, was geht? Habe ich gefragt. Was geht? Ach, schon wieder levelt. Levelt so arsch schnell in dem Game. Man ist nicht mal hinten punkten. Scheiße schon. Habe ich mich nicht getraut. Na, was sagst du zu meiner wunderschönen Kreuzung? Sagt was Zielführendes. Ach, mein Nase juckt schon wieder. Ups. Na, will jemand für mich übernehmen? Ich will Schluss machen, wir Mittagessen. Schieben. Ups. Der Lehrer kam auch gleich zu Spanisch vor. Gern. Du willst übernehmen? Na dann los! 6 Minuten kriegst du. Dann hoste ich dich in 6 Minuten. Zack, zack. Passt, perfekt. Endlich mal jemand, der so tapfer ist, zu übernehmen. Andere sind also Weicheier. Wir wollen keine Überstunden schieben für die Community. Na los, alle, hoppa. Eine Glocke wird dir anspringen, kannst dann hören.
6 Minuten, wie kommt man eigentlich auf so eine Summe? Egal. So, wie geplant, noch meine Kreuzung fertig. Ich dachte zwar, ich schaffe die locker vor 18 Uhr. Jetzt ist sie ganz kurz nach 18 Uhr fertig geworden. Aber meine Kreuzung ist fertig. Ihr wisst, wo die hinführt. Aha. Das verratet ihr nie. Wir haben beraten, was ich heute leckeres esse. Heute gibt es nämlich etwas Spezielles. Super speziell und super spezial. Also sowas Spezielles könnt ihr euch auch nicht vorstellen. Das ist so speziell, dass schon wieder spezial ist. Was kann ich euch sagen? Wollte ich jetzt. Pinsel brauche ich. Schnee. Weg damit. Kann man als Kreuzung durchgehen lassen, wa? Deshalb jetzt will ich verjüngen. Weil ich nicht durch die ganze Server 8 Straßenbreite. Das ist Wahnsinn. 1, 2. Genau, ab hier. 1. Genau. Dadurch kann der Baum sogar stehen bleiben, witzigerweise. Genau. So. Könnten die Verjüngung sogar theatralisch machen mit Spitzen. Das ist eine geile Idee. Jetzt müsste das jetzt schon gestartet haben.
Aber meine Glocke kam auch nicht. Wenn ich die dritte Reihe weggeschippt habe, werde ich mal nachgucken, wie weiter ist. Ja, Punkt 18 und 10 Schluss machen, wenn er jetzt angefangen hat. So. Nee, noch nicht. Fünf. No. Nach 6 Minuten nochmal 5. Ich glaube, du verarschst mich. Ja, oi, man muss ich Schluss machen. Ja, man muss ich Schluss machen. Mara Lack. Du bist ein toller Planer, genauso wie ich, wirklich. Also wie schon gesagt, falls nachher keiner streamt, komme ich bei 22:00 Uhr rum nochmal wieder. Entweder mit Anno, mit Halo oder mit, sogar mit beiden. Muss noch Einstellungen treffen. Jo, triff mal. Zack, zack. Und du sollst echt vorbereiteter sein. Profi-Streamer macht Klick, dann ist OBS an, drückt Stream starten. Echter Profi kriegt das hin. Echt mal hier. Sieht mal cool aus, die Ecke hier. Aber ein Monster bauen. Der ist mir echt zu heftig, der kommt weg. Nee, vom Spiel, das will nicht, wie ich will. Ah, das kenne ich. Der braucht mir jetzt brutal erbauen. Noch einer. Das ist besser. Das ist meine Baumform. Oder dass hier so durchgeht. Ah ja. Wahrscheinlich. Macht nicht. Das Motorrad. Genau.
Tauchen für die Theatralik. Jetzt nehme ich. Diese Dinger auch. Das klappt. Nee, da brauche ich Rahmen. Probieren wir uns auch mal damit. Okay, ich brauche Rahmen. Ein sanfter Übergang. So, Cedric, wie sieht's aus? Jetzt will ich Ergebnisse. Sich verjüngen, sanft verjüngende Straße. Genau dasselbe mache ich da drüben auch. Genau. Jo, hat denn jetzt auch mal hier rum, hier rum, wunderbar, das ist fahrbar. Schöne Nacht, ja. Eindeutig eine Kreuzung. Cedric wird mir nicht angezeigt.
Und zwar Oh ja, wollte ich sorry. einfach nur den Vollbildmodus vom Euro Truck Simulator Okay. ausmachen. 18:18 Uhr. Wollte das Spiel Bin angeblich durch nicht, sieben hat. Internetzeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ding dong day. Hucklebusch. Peitschi, Schnick, schnack, schnuck. Tralala. Hahaha. Ula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 l